noch ein Infrastruktur-Update. Was passiert heute? Wo muss ich hin? Hey. Was tust du denn? Ja, was passiert heute, Fidel? Wo passiert was? Fahrstraße ist gerade gekommen. Oh, wird da oben abgeladen. Da gehe ich gleich mal gucken. Das wäre vielleicht noch interessant. Viele, viele LKWs, Fahrstraße, die werden morgen verlegt. Wird weiter eingemessen und Zelte werden gebaut. Wo? Wo? Das weiß der Zeltgott Manfred, der weiß das. Der hat gerade Mittagspause. Oh, dann schläft er. Ja, noch nicht ganz. Er ist ein bisschen spät dran, deswegen wäre er fast beim Essen eingeschlafen. Er hat ja seine feste Zeit. So, und jetzt aber nochmal hier unser Lieblingsthema Wetter. Das geht mir ja mittlerweile Wetter, richtig auf den Sack. Ich hab gekriegt. Du hast gesagt, das wird richtig ja, gut diese Woche. Ja, was ist denn? Morgen wird hier schlechter. Noch schlechter? Heute Nachmittag lässt die Schauaktivität allgemein nach und es sind nur noch lockere Wolken am Himmel und die Sonne setzt sich mehr und mehr durch. Höchstwerte liegt bei 19 Grad, herrlich. 19 Grad. Ja, das war schön. Das habe ich heute Morgen im Radio auch gehört. Ja. Da habe ich mich schon ein bisschen gefreut und mir ist glatt mein Glühwein aus der Hand gefallen. Schnell noch mal einen Blick ins Infield werfen und da sehen wir, die Zeltbauer waren wieder fleißig. Die haben nämlich schon mal die Zeltgerüste für die Ein- und Ausgänge aufgestellt. Und das ist der Vermessungsdruck. Die sorgen dafür, dass hier alles am richtigen Fleck steht. Langsam aber sicher entsteht auch der Biergarten. Und Max Moritz wird fleißig. Wacken Open Air, das Festival von A bis Z. Kannst du mir mal erklären, was ein Densitometer ist? Nein, gerade nicht. Ich bin im Dienst. Was ist ein Densitometer? Ein Densitometer? Ja. Da fragst mich was doch. Was ist ein Densitometer? Kai, was ist ein Densitometer? Damit stellt man die Festigkeit des Bodens fest. Klugscheißer. Wacken Open Air, das Festival von A bis Z. Aber wettertechnisch ist man hier ganz guter Dinge, man benutzt sogar Sonnenlicht. Beachte bitte. Da wärst du ja zum Reflektor. Der Spruch des Tages. Was Mut hat, Mut. Innocent.